Hallo miteinander. Ich hoffe, ihr sind alle schon da. Wahrscheinlich nicht. Wir warten noch ein paar Minuten, bis wir so die ersten Okays kriegen, dass ich weiss, dass wir starten können. Meistens ist es ein bisschen verzögert, darum warten wir. Einfach kurz okay schreiben oder ja, ich bin bereit. Zwischenzeitlich haben vielleicht alle Möbel schon auf die Seite da und sind wieder bereit. So, also nochmal, hallo miteinander. Mittlerweile sollten genug Leute online sein, dass wir hier starten können. Heute habe ich als Assistent den Roland Gisler. Er ist der Schulleiter aus Bern. Und wir würden gerade als erstes anfangen mit der Begrüßungszeremonie. Der ganz traditionelle Begrüßungszeremonie, die ich von meinem Meister, Grossmeister Giuci Link, gelernt habe, wo er mir erzählt hat, wo früher schon so praktiziert worden soll sein, wahrscheinlich schon im Shaolin-Kloster, und wir haben die übernommen. Wir machen das genau gleich, wie er das unterrichtet hat. Hamlai, Kwai Dai, Yat Gogong, Yi Gogong, Sam Gogong. So, jetzt fangen wir an mit einem leichten Hüpfen, sodass der Körper merkt, dass da etwas gehen soll. Ihr könnt gerade mitmachen, zusammen mit dem Roli. Und mit einem Ausfallschritt. Und jetzt seitlich. Alexandra schreibt Danke für die Lektion, sehr gern. Kommt gut, machen wir. Jetzt nehmen wir die Hände dazu, kommen wieder zu dem Schritt von voran. Und auf und zu, die Arme bleiben gleich. Und der Hampelmann. Und dann mache ich Hüpfen. Darauf vorbereiten. Jetzt gehen wir ganz runter, gehen wir ganz rauf. Ganz runter, ganz rauf. Und gerade mitmachen. Gut, super. Dann starten wir mit den Füßen in der Mitte, machen einen Ausfallschritt, grosse Kreisbewegung und richtig die Wirbelsäule dehnen. Und dann könnt ihr gerade mitmachen mit dem Rolli.
kommt noch das letzte Mal. Gut, okay. Kommen wir gleich zu der nächsten. Immer zuerst den Fuß rauf und die Hände. Eindrehen, zurück mit den Händen. Und dann dürfen wir mit dem Rolli starten. Gut, kommen wir zum nächsten von diesen Übungen. Wir starten wieder genau gleich. Nach hinten, nach vorne, nach hinten, zusammen. Darfst du gerade übernehmen? Und das letzte Mal. Gut. Den Arm gerade vorne drehen. Versuchen, mit dem Bereich möglichst still zu bleiben und eine Torsionsbewegung anzukriegen. So eine Verdrehbewegung, sodass die Wirbelsäule verdreht wird. Und dann probieren. Gut, dann nehmen wir den Arm auf, einen nach hinten, einen nach vorne fallen lassen. Das gleiche nachher auf die andere Seite auch. Und Seitenwechsel auch machen. Dann den Arm draussen behalten und die Ellbogen. So die Arme, die Unterarme drehen, auch hier auf beiden Seiten und immer gegen gleich. Dann die Arme strecken und das gleiche mit den Handgelenken. Eine nach hinten und eine nach vorne drehen. Sehr gut, auf und ab. Und wir gehen gleich weiter seitlich. Und wir kommen führen, drehen die, jeden Finger einzeln und spicken lassen. Dann kreisen. Und die andere Seite. Dann die linke Hand heben und nach hinten ziehen, sodass der Unterarm gedehnt wird. Das gleiche machen wir nachher auf die andere Seite dann auch. Und die andere Seite. Dann legen wir den Handrücken auf die Brust und drücken ab. Und die andere Seite. Gut, und lockern.
Wir kommen gerade weiter zum Kopf, auf und ab. Versuche den ganzen Bewegungsumfang zu machen, so weit runter wie es geht, so weit rauf wie es geht. Dann seitlich schauen, auch da, versuche so weit wie es geht. Und seitlich lecken. Und kreisen. Und auch einen Richtungswechsel machen. Habt ihr gesehen, der Rolli hat jetzt gerade gewechselt. Dann mit der rechten Hand über den Kopf und so, dass er da links dehnt wird. Mit der anderen Hand könnt ihr versuchen, ein bisschen nach oben zu ziehen. Und die andere Seite. Und vorne runter. Sehr gut. Die Hände in die Hüfte nehmen, grossen Kreis machen mit der Hüfte, den Kopf versuchen an den Ort zu behalten und auch da nachher dann die Richtung wieder wechseln. Dann gehen wir ganz runter. Strecke die Beine ganz durch, gehen wieder ganz oben. Wichtig ist, dass der Fersen ganz am Boden bleibt. Dann die Füße zusammen und die Knie drehen. Auch hier mit Richtungswechsel. Und die andere Seite. Gut, abschliessen. Und dann kommen wir schon zu der Dehnungsübung. Wir gehen mit der rechten Hand am Boden runter. Wir gehen gerade zu der ersten Dehnungsübung. Das Ding wackelt rum. Du ist glaube ich besser. Und in die Mitte. Ihr seht, der Rolli geht so weit raus, wie es geht. Im Moment dort bleiben. Und dann gehen wir auf die rechte Seite. Und nochmal in die Mitte. Jetzt versuchen wir zuerst mit beiden Füßen zu heben mit der Hand und dann mit dem Kopf zwischen den Beinen durchzugehen. Da dürfen wir nicht zu weit runtergehen, sonst funktioniert das nicht. Seht ihr, auch er muss ein bisschen wieder rauf, damit er mit dem Kopf unten durch kann. Dann mit beiden Beinen, mit beiden Händen zum linken Fuß. Das war ein bisschen schwierig mit beiden Händen.
Ciao Anna Maria. Grüß nach Italien. Und hello Sifu, Grandmaster Chiu Chiu Ling. Thank you for watching. Und auf die andere Seite. Gut, dann gehen wir nach links, aber bis zum Ellbogen. Mit der Hand um den Fuß herum und ganz runter gehen. Und wieder in die Mitte. Versuchen noch etwas weiter runter zu gehen. Ein bisschen geht noch. Und auf die rechte Seite. Auch hier oben auf den Ellbogen. Dann eindrehen, den linken Bein gestreckt behalten, die Hände zusammennehmen, falten und jetzt so tief wie möglich hin und her wechseln. Möglichst weit unten bleiben. Bei jedem Mal noch ein bisschen versuchen, tiefer zu gehen. So stehen bleiben und mit der rechten Hand zum linken Fuß langen und mit der anderen Hand hinten abstützen. Versuchen her von unten her führen zu kommen. Und dann das Knie hinten drücken. Gut, und dann auf die andere Seite wechseln. Dann mit der linken Hand zum rechten Fuß. Genau dasselbe wieder so nach vorne ziehen. Und das Knie hinten drücken. Gut, dann absitzen, das linke Bein strecken und mit beiden Händen führen lange. Und eindrehen. Die andere Seite. Und auch hier eindrehen. Dann beide Füße führen und heben mit der Hand. Dann innen dran heben.
Ausserdraheben. Und Beine auseinander. Versuchen noch ein bisschen mehr, als es gerade so bequem ist. Und zuerst mal in der Mitte versuchen, runterzudrücken. Wenn es zuerst nicht geht, genau so, wie es der Roli jetzt gerade vorzeigt, von hinten her drücken. Und sobald das ein bisschen besser geht, könnt ihr die Hände vornehmen und versuchen, so weiter zu dehnen. Es darf schon ziehen. Also wenn es einfach nur bequem ist, dann ist es zu wenig. Es darf schon ein bisschen Druck geben. Dann zum linken Fuß. Und zum rechten Fuß. Gut, dann die Füße zusammen. Näher zum Körper ziehen und versuchen, die Knie mit den Ellbogen runterzudrücken. Dann den linken Fuß heben mit der linken Hand und durchstrecken. Das Knie ganz strecken. Dann das gleiche mit dem rechten Bein. Gut, dann über das Kreuz, linke Hand, rechter Fuß. Und umgekehrt mit dem anderen Fuß. Gut, dann beide Füße heben und versuchen zu strecken. Das ist auch noch ein bisschen eine Gleichgewichtsübung. Merkt ihr, der Roli tastet sich auch an, schaut, dass er das Gleichgewicht halten kann und dann beide Knie ganz durchstrecken. Spannung im Körper halten. Gut, dann in den Schneidersitz, die Hände zusammen und ohne Hände aufstehen. Kommen wir zu der ersten Beinübung, zu den Schwingern. Wir schwingen das Bein auf, zuerst das linke Bein. Wir gehen in eine höhere Scherenstellung und schwingen das Bein auf. Können wir gerade machen, bereit? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
3, 3,5. Ganz runter gehen, schauen, dass ihr tief steht, das Knie oberhalb der Füße. Die Hände, ein Finger ist gestreckt, die anderen sind angewinkelt. Auf einen Punkt konzentrieren, tief runterstehen. Das Gewicht eher ein bisschen mehr auf den Fersen. Könnt ihr mitmachen mit dem Rolli?
Dass ihr das wisst, unsere Instruktoren, die stehen die stillige Stunde. So für ihn ist das jetzt gar nichts, was er da macht. So in seinen Kaderweiterbildungen steht er am Sonntagmorgen, nachdem er den ganzen Samstag trainiert hat, steht er am Sonntagmorgen eine Stunde in der Stellung und hat dann so 10 Minuten, eine Viertelstunde Pause und dann macht er wieder irgendwann mal eine Stunde. Das ist so das, was der Oli macht. Ah ja, wegen Ostern nicht, hä? Okay. Ist doch ein bisschen hinterher, kommst du? Ja. Haben wir durchheben? Zelleritur von 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und abschliessen. Sehr gut gemacht. Dann kommen wir gleich Schwinger auf die andere Seite mit dem rechten Bein, auch wieder über eure Schulterhöhe. Schauen, dass ihr da die Arme still behaltet. Bereit? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Noch 10 Stück kommen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und abschliessen. Meister Sergei aus Russland. Hast du davor aus Russland? Schaut es zu. Ja? Liebe Grüße. So. Wir gehen gerade weiter. Pinchoy, gerade Fußschlag. Wir machen den richtigen Fuß, indem wir jedes einzelne Glied einrollen und eine volle Spannung haben. Wir tun den Daumen über die 2,5 Finger, das Handgelenk gerade, so ein bisschen gefühlt innen nach oben. So, dass wir mit diesen zwei Knöcheln auftreffen. So, von der Ritterstellung aus. Schau, dass die Kraft, die nach vorne geht, auch wieder nach hinten geht. So, ich ziehe auch wieder hinten. Nicht nur nach vorne, sondern ich ziehe auch wieder. Okay, machen wir gerade. Bereit? Sepin mal. Linke Hand ist vorne und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und abschliessen. So, die nächste an Ort. Mit der Hand machen wir diese Bewegung hier. Wir nehmen es und mit der Handkante. Nein, mit der Handkante schlagen wir wieder zu. Nein, mit der Handkante schlagen wir wieder zu. Nein. Okay. Gleichzeitig schnappen wir mit dem Fuß. Schauen, dass ihr das an Ort macht. Kein Möbel schlagen.
keine Bilder oder weiss ich was umrühren, sondern schauen, dass alles in Sicherheit ist vor euren schnellen Schlägen. Wir fangen mit dem linken Bein an. Bereit? Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, und abschliessen. Wir kommen gerade wieder in die Ritterstellung. Könnt ihr gerade wieder mitmachen. Ritterstellung, Ping Choi, Qua Choi. Ping, Qua. Rückhandschlag, Rückhand. Gerader Schlag, Rückhandschlag. Gerader Schlag, Rückhandschlag. Seppin Ma, Ritterstellung. Linke Fuß führen. In einer Bewegung kommen wir gerade zum zweiten Schlag. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und abschliessen. Der nächste Kick ist, ich ziehe ihn an und du mit dem Fersen schlag. Und ziehe nachher den Fuß gerade ab. Gleichzeitig über das Kreuz, also immer mit der entgegengesetzten Seite, mache ich einen geraden Fußschlag. Das linke Bein fängt an. Bereit? Schau, dass ihr an Ort bleibt, wie gesagt, vorhin schon. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Noch 10 Stück können wir Gas geben. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Und abschliessen. Margret, Tante Margret, meine Tante, die sich meldet. Hallo. Und der Massimo, ein alter Schüler von mir, schaut dazu. Herzliche Grüße an dich. Ich hoffe, du trainierst noch. Wir gehen gerade weiter. Wieder aus der Reiterstellung drehen wir jetzt den ganzen Körper ein. Das hintere Bein gibt uns die Kraft, die Power. Und aus dieser Drehung raus kommt nachher der Schlag. Also zuerst mal in die Reiterstellung. Dann eindrehen, linke Fuß vorne. Und aus der ganzen Hüftdrehung raus. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 Superpower-Schläge. Jetzt geben wir richtig Gras. He? Jetzt dürfen auch die Nachbarn hören, dass sie da sind. 10 Schläge. Das ist voll okay. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Und abschliessen. Das Cheat zurück zum Unterbauch. Okay. Wir kommen weiter. Und zwar kicken wir. Und dann drehen wir wieder auf die andere Seite. Schau, dass er auf der Rist da mit eurem Fuß unten aufschlägt. Nicht mit der Hand runter, mit dem Fuß rauf. Und dann der Weg hinterher, der streift an meinem Oberschenkel und nimmt da gerade wieder Haltung ein. Ja, ist ein viel, wir probieren es. Linke Fuß fängt an. Und eins. Und hinter. Zwei. Und hinter. Drei. Und hinter. Ja. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Versuche wirklich mit dem Fußrist da auf die Hand zu schlagen. Schaffen wir nochmal 20? Das machen wir. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gut, und abschliessen. So, das nächste ist eine Tigertechnik. Tigerhand mache ich, indem ich da die Hände ganz durchstrecke, dass sie bogen sind, dass sie richtig durchbogen sind. Dann nehme ich die Finger hinten, klappe das Handgelenk hinten. Dann schauen alle Finger nach vorne und schlage ich da mit den Handballen. Und reisse mit den Fingern. Wir machen das aus der Reiterstellung raus, immer einmal schräg auf diese Seite, einmal schräg auf diese Seite. Oben runter und führen. Oben runter und führen. Oben runter und führen. Oben runter und führen. Ha! 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 Ja, er ist schon ganz gespannt. Willst du schauen, oder? Okay, bereit machen. Wir machen zuerst auf die linke Seite. Das ist da über. Und 1, 2, 3, ja, 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 ein, ja, ja, 4, 5, richtig abdrücken, führen gehen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, schau, dass ihr an Ort bleibt, nicht, dass ihr durch die ganze Wohnung lauft. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Noch 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Und abschliessen. Schauen, dass ihr Platz habt. Ich muss einmal schauen. Die Arme kommen führen. Wir machen einen Round Kick. Round Kick. Schauen, dass ihr an Ort bleibt. Am besten macht ihr das, wenn ihr gekickt habt, dass ihr gerade wieder retour kommt. Okay, bereit. Das linke Bein fängt an. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, versucht die Arme vor euch zu behalten, still zu behalten. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Noch 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, und abschliessen. So, das Nächste, wenn wir ja schon Tiger gemacht haben, machen wir auch noch Kranich. Das sind die zwei berühmtesten Stile aus unserem Kung-Fu. So, Kranich ist, wenn wir alle fünf Finger so zusammentun, wie wir würden etwas picken wollen. Kranich ist so, man kennt das vielleicht am besten als Storch, gehört wahrscheinlich in die gleiche Familie, so das Picken, wo man da das Essen rauspickt. Und wir gehen da durch. Und picken. Gehen da durch und picken. Gehen da durch und picken. Und immer in eine Höhe, das muss ich glaube gar nicht sagen, Höhe, das machen wir sowieso gerne. Höhe, Katzenstellung und picken. Und picken. Hopp, 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 hopp. Und probieren. Wir fangen mit dem linken Picken an. Sind wir bereit? Und eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stellt euch vor, wie ihr pickt, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, und abschliessen. Wir haben die letzte Mal schon an der Fallschule geschafft. Das machen wir wieder. Wir gehen ab in die Hocke, schauen uns auf den Bauchnabel, ziehen den Kopf fest ein, rollen und kommen wieder da hin.
Nur das. Probieren wir das. Bereit machen. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Schön rund. Der Kopf kommt nicht am Boden. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gut. Und abschliessen. So, ich weiss, Sie sind heute recht fit. Darum machen wir das anders heute. Heute gehen wir hier runter. Wir gehen fast aufs Knie runter, aber nicht ganz, fast, nur ganz da. He? Steht auf, kickt, geht gerade wieder runter. Kickt, geht gerade wieder runter. Nicht runtergehen, nur bis da. Aufstehen, kicken, runtergehen. Okay, zuerst das linke Bein hindern. Ja, mach es so durch vielleicht. Ja. Und eins. Ei. Zwei. Acht. Drei. Ei. Vier. Acht. Fünf. Ei. Sechs. Acht. Sieben. Ei. Acht. Acht. Neun. Ei. Zehn. Acht. Elf. Ei. Zwölf. Acht. Dreizehn. Ei. Vierzehn. Acht. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gut, das andere Bein. Und eins. Mit dem Fersen schön führen. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Gut, und abschliessen. Habt ihr mitmögen? So, wir starten wieder da unten. Fersen ganz am Boden. Und jetzt kumpeln wir vorne in die Liegestützposition. Und wieder retour. Abgehen, Brust berührt den Boden. Und wieder rauf. Ja, du darfst. Ja, am besten so. Du darfst, glaube ich, schon noch ein bisschen hindern. Okay. Bereit? Da bereit? Sehr gut. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Gut, dann könnt ihr gut auf den Rücken liegen, Hände hinter den Kopf. Wir machen noch Rumpfbeugen für unseren Bauch. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nummer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt mitmögen. Mein Kung-Fu-Brüder aus Amerika, der Robert Lopez, schaut zu. Hi Rob. Greetings from Switzerland. Thank you for watching. So, wir wären da bereits wieder am Schluss von der heutigen Lektion. Ihr habt gesehen, dass die Sachen, also die ganzen Livestreams, die sind auf Facebook immer noch vorhanden. Das heisst, ihr könnt weiter runtergehen und könnt euch einen aussuchen und dann immer noch mitmachen. Das ist kein Problem. Genauso sind sie auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal. Ihr könnt jetzt morgen, wo wir nicht live gehen, einen von denen nehmen und trotzdem trainieren. So vor allem für die, die jetzt halt das noch gar nicht gemacht haben. Nutzt die Gelegenheit, ihr könnt das aufarbeiten, dranbleiben. Das ist doch super. Wir wieder begrüßen als Ende der Lektion, so schliessen wir unsere Lektion wieder. Für dich bitte, ja genau. Hang Lai, Kuai Dai, Yat Gong, Yi Gong, Sam Gong. Sifu, danke dir für den Unterricht. Danke dir vielmals für deinen Einsatz. So, bis ein anderes Mal. Danke euch vielmals.